Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table & Beyond. Heute will ich euch zeigen, wie ich einen Ball Predator, in dem Fall von den Blood Angels, magnetisiert habe. Gleich mal vorab, es ist kein Tutorial für Kinder. Ich gehe hier mit großem Werkzeug um und es ist wie immer eins meiner Tutorials. Passt auf, dass ihr euch nicht in die Finger bohrt oder schneidet. Also nichts für schwache Nerven. Wie ich das gemacht habe, seht ihr nach dem Intro. Table & Beyond. Table & Beyond wird unterstützt vom Taschengeld-Dieb, dein Miniaturenhändler. Kauft bei Taschengeld-Dieb. Table & Beyond wird unterstützt vom PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Kauft bei PK Pro. Wenn ihr was magnetisieren wollt, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch die Teile erstmal ganz genau anschaut, wie sie zusammengesetzt werden und wie die Beschaffenheit ist. Erst da kann man dann erkennen, welche Magnete man am besten wo setzen will und wie groß die Magnete sein müssen. Wie ihr seht, nehme ich jetzt alle Einzelteile mal und füge die mal zusammen und schaue mir das ganz genau an, wie das jetzt alles beschaffen ist und wo ich am besten die Magnete setzen kann. Jetzt, wenn ich hier die Waffen magnetisieren will, sehe ich, dass es hier hängt. Jetzt, wenn ich diese zwei Teilchen hier, links und rechts, die stören, dass ich die Waffe nicht rausziehen kann. Deswegen müssen wir hier die am besten abschneiden. Ich nehme jetzt hierzu ein Bastelskalpell und schneide die ab. Hier müsst ihr natürlich extrem aufpassen, dass ihr euch nicht in den Finger schneidet. Das ist am besten immer auf die Schneidematte auflegen und dort schneiden. Ich arbeite oft mal etwas unvorsichtig und etwas risikobereit, das wisst ihr inzwischen. Empfehlen würde ich euch das jetzt nicht, wenn ihr euch nicht in die Finger schneiden wollt. Also so wie ich das jetzt hier mache, das ist natürlich sehr gefährlich, gerade wenn man eine neue frische Klinge hat. Und es kann auch gut sein, dass ich mich im Laufe dieses Tutorials noch ein oder zweimal in den Daumen schneide. Man kann es natürlich auch ein bisschen mit Schleifpapier runterfeilen oder mit ein paar Feilen. Das ist euch überlassen. Jetzt seht ihr, jetzt kann ich die Waffe hier reinstecken und kann sie wieder rausziehen, ohne dass sie hier Probleme macht. Das heißt, jetzt kann ich hinten auch ein Magnet setzen. Nun bin ich schon soweit, gewisse Teile zusammenzukleben. Doch bevor ihr was zusammenklebt, überlegt euch wirklich nochmal, macht es jetzt schon Sinn, die Teile zu kleben, oder sollte ich lieber noch ein bisschen warten? Kann ich den Magnet dann wirklich auch da setzen, wo ich es will? Funktioniert das? Das ist halt jetzt wirklich auch so eine kleine Denksportaufgabe. Da müsst ihr selber ein bisschen gucken und einfach ein bisschen logisch denken. Und dann klappt das alles ganz gut. Ich habe jetzt in dem Fall alles so weit zusammengeklebt, dass das vordere Teil hier noch beweglich ist. Jetzt suchen wir uns wieder eine Stelle, wo wir einen Magnet am besten setzen können. Die machen wir hier in der Mitte. Da mache ich mir jetzt schon mal eine kleine Markierung mit einem Bastelskalpell, dass ich später besser bohren kann, mit dem Bohrer nicht wegrutsche. Wird jetzt ein bisschen vormarkiert. Jetzt Magnet, der passt. Hier auch wieder, die Größe ist wichtig. Jetzt schaue ich, dass der richtige Bohrer ist. Ich meine, das ist ein 5mm Magnet, deswegen nehme ich auch einen 5mm Bohrer. Und da bohren wir jetzt ein Loch rein. Hier aufpassen, damit wir uns nicht in die Finger bohren. Das ist natürlich wieder sehr gefährlich. Nehmt am besten da vielleicht einen Handbohrer und nicht den Akkuschrauber, so wie ich. Dann gucken wir auf der anderen Seite. Halten das zu magnetisierende Teil hin. Machen wir uns eine zweite Markierung. Wieder hier mit dem Bastelskalpell. Jetzt habe ich mir einen Punkt markiert. Und jetzt genau hier kann ich wieder ein kleines Loch vormarkieren mit dem Skalpell und wieder bohren. Und jetzt werdet ihr sehen, das ist hier echt eine sehr knappe Geschichte. Also bitte Leute, bohrt euch da nicht in die Hände, so wie ich das oft genug mache. Nehmt vielleicht einen Handbohrer. Ich bin da jetzt kein gutes Vorbild, aber mein Gott, so arbeite ich halt einfach. So, wenn das Loch gebohrt ist, können wir den Dreck aus ein bisschen wegmachen, ein bisschen dezent entgraten, kann man mit dem Bastelskalpell. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir das zweite Teil, das wir auch magnetisieren wollen, das ich jetzt hier hinhalte auch, das werden wir natürlich genauso bearbeiten, werden es auch aufbohren und werden das auch wieder vorbereiten für die Magnete. Um den Magnet einzukleben, nehme ich am liebsten das Ultragel von Patex, da das ein bisschen die Lücken auffüllt, nicht zu schnell davonläuft und gut klebt. Da streiche ich jetzt einfach die Stelle ein, wo ich den Magnet haben möchte. Wichtig ist, wir können hier keinen normalen Plastikkleber hernehmen, zum Beispiel dem von Revell, da die den Magnet nicht wirklich gut befestigt. Jetzt drücke ich den Magnet rein und schaue, dass er auf der Außenfläche bündig ist, damit die zwei Teile nicht voneinander abstehen, muss der wirklich bündig drin sein. Jetzt drehe ich hier die Magneten um, damit ich natürlich das gegengepolte Magnetfeld auf der anderen Seite habe. Und setz beim Gegenstück auch den Magneten. Hier wieder das gleiche, bisschen sauber machen, die Klebefläche einstreichen und den Magnet bündig einsetzen. Das mache ich bei allen Teilen. Hier auch wieder, ich wähle den Magneten so groß es geht, aber so klein wie nötig, weil ich lese oft die Frage, welche Magneten soll ich nehmen, wie groß sollen die sein? Ich finde, das kann man sich selber beantworten. Ihr schaut euch das Teil an, messt vielleicht aus, wie groß ein Magnet sein kann, wie viel er Platz hat.
und setzt den dann ein oder kauft sich diese Magnete. Ich empfehle auch immer runde Magnete, da man mit runden Magneten einfach mit dem Bohrer ein Loch bohren kann. Jetzt seht ihr auch, wie ich hier die Magneten wieder einsetze. Manchmal geht es nicht so schön, manchmal ist es auch ein bisschen Rumpflickerei, sage ich mal. Aber wie ihr seht, hier funktioniert es gerade gar nicht so gut. Nein, ist halt manchmal so. Jetzt ist der Magnet aber drin, dann wird er ordentlich bündig reingedrückt und er ist wieder raus. Also ihr seht, es funktioniert nicht immer alles perfekt. Manchmal ist es wirklich auch sehr bescheiden, aber so ist halt die Bastlerei, da muss man damit klarkommen. Gut, ich gehe jetzt hier weiter, weil ihr müsst jetzt nicht weiter zuschauen, wie ich mich hier mit diesem blöden Magneten quäle. Ich kann euch nur eins garantieren, ich habe es geschafft, ihn zum Schluss da reinzubekommen. Jetzt seht ihr hier, die vorderen Waffenlauf kann ich hier einfach reinstecken. Die muss ich gar nicht magnetisieren, da die relativ fest drin sind. Und hinten habe ich Magneten gesetzt, da kann ich jetzt die Teile auswechseln. Ja, oben die Waffe kann man auch einfach draufstecken. Das ist jetzt das erste, was ich gemacht habe. So kann man vom Ball Predator wirklich vorne die Waffe und auch da hinten das zugehörige Teil wechseln. Ihr seht, vorne ist kein Magnet drin, hinten ist ein Magnet. Und jetzt kann ich hier alle Waffenoptionen benutzen und wechseln. Jetzt habe ich diesen Bolteraufsatz hier, der muss ja oben im Waffenturm reinpassen, genauso muss aber auch selbst beim Panzer, beim Chassis reinpassen. Den möchte ich jetzt auch wieder irgendwie magnetisieren, weil der soll mir nicht einfach rausfallen. Und ihr seht, der ist ziemlich locker drin. Das heißt, so wird er beim Spielen wahrscheinlich die ganze Zeit runterfallen. Jetzt nehme ich mir einfach ein Stück Plastikhart. Das kann man bestellen. Das gibt es bestimmt auch bei PK Pro. Schaut einfach mal im Onlineshop vorbei. Das schneide ich mir, das lege ich jetzt drauf und mache mir eine grobe Markierung und schneide es mir grob zurecht. Jetzt kann ich das Plastikhart hier ein bisschen anpassen. Ich schaue, wie es am besten passt. Und kann mir überstehende Kanten noch weiter wegschneiden. Und jetzt seht ihr, jetzt passt es schon relativ gut. Nochmal ein bisschen nachkontrollieren, nachbessern. Nochmal ein Testfitting machen. Und jetzt können wir das mal hier reinlegen, ob das passt. Und ja, es muss nicht komplett das Loch verdecken, es muss bloß mittig einfach verdecken, damit wir Magneten setzen können. Jetzt nehmen wir den Rivel Plastikkleber, streichen die Klebefläche ein und kleben das Stück Plastikhart einfach da rein. Jetzt nehmen wir uns den Waffenaufsatz, das Plastikhart ist bereits reingeklebt, legen den mal auf den Aufsatz drauf und schauen, jetzt sehen wir, da ist ein bisschen zu viel Abstand. Das heißt, wir müssen hier von diesem Kreis ein bisschen was abnehmen, also ein bisschen was runterschleifen. Dazu habe ich Schleifpapier, ich nehme jetzt hier mal eine Körnung von, was habe ich da, 100, 180, also ein grobes Schleifpapier und schleife mal ganz grob ein bisschen was ab, damit das Teil jetzt dann besser reinpasst. Ein bisschen entgraten, das mache ich einfach hier mit dem Fingernagel. So, jetzt passt es. Jetzt nehmen wir uns wieder das Patex Ultra Gel, machen hier einen Punkt und da wird jetzt ein Magnet reingeklebt. Wir nehmen uns wieder einen Magneten, passende Größe, so groß wie möglich, so klein wie nötig, damit er passt und legen den hier auf den Kleber. Schauen wir am besten, dass er schön mittig ist, damit wir später den Turm auch drehen können. Oder wir kleben ihn an unseren Finger. Können wir auch machen. Macht bloß nicht viel Sinn. Also hierbei auch wieder aufpassen, dass ihr den Magnet natürlich dahin klebt, wo er nicht gehört und nicht an euren Finger klebt. Das passiert mir auch immer wieder. Der Magnet sollte nun an seiner Stelle sein. Jetzt kleben wir als Gegenstück natürlich auch ein Magnet an das Unterteil. Deswegen haben wir uns hier extra dieses Plastikhart reingeklebt als Stützstruktur. Und da wird jetzt wieder der Magnet, natürlich teste ich jetzt hier, ob er gegenpolig ist, dass ich ihn nicht verkehrt umanklebe. Ist mir auch schon oft passiert, dass ich zwei Magneten geklebt habe, dass sie sich dann abstoßen. Das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck der Sache. Jetzt kleben wir das Gegenstück hier auf die Mitte. Lassen den Kleber ein bisschen aushärten und trocknen und dann können wir testen, ob es passt. Wir nehmen den Bolter und legen ihn oben drauf. Er passt wie angegossen. Wir können den Waffenturm auch noch drehen und genau das wollen wir. Sehr gut. Jetzt wollen wir natürlich den Waffenturm auch direkt auf Chassis magnetisieren können. Jetzt können wir das genauso machen wie zuvor mit dem Plastikhart. Hier eine Form ausschneiden und Magnet einfügen. Wir können es aber auch ein bisschen anders machen. Ich habe jetzt hierzu so einen dünnen Blechdeckel. Das war mal eine Verpackung von Malen nach Zahlen. Falls ihr auch so ein Blech habt, dann könnt ihr das benutzen. Da zeichne ich jetzt mir den Kreis mal ab von dem Chassis. Und dann wird es mit der Schere ausgeschnitten. So ein dünnes Blech kann man super einfach mit der Schere schneiden. Wie gesagt, einfach nicht in die Finger schneiden und aufpassen, da das Blech sehr scharfkantig ist. Wenn wir den Blechkreis jetzt passend ausgeschnitten haben, können wir schauen, ob er reinpasst. Das sieht sehr gut aus. Und dann können wir den wieder mit unserem Kleber reinkleben. Und daran hält der Magnet auch.
Also, wenn ihr solche Blechstücke zur Verfügung habt, könnt ihr das verwenden anstatt Magneten. Wenn nicht, könnt ihr genau wie zuvor einfach ein Stück Plastikhart einpassen, da ein Loch reinbohren und genau in das Loch ein Magnet reinsetzen. Das funktioniert auch. Ich wollte euch hier nur mal verschiedene Arbeitsweisen zeigen. Wir wollen natürlich auch diese Deckel oder Klappen hier oben magnetisieren. Wie ihr seht, die einen habe ich hier zusammengeklebt, dass das ein großes Teil ist. Damit wir die hier rein magnetisieren können, müssen wir es wieder machen wie zuvor und innen eine Schicht aus Plastikhart reinkleben. Da richten wir unser Plastikhart im richtigen Maß her und kleben es von innen rein. Ich habe mir jetzt hier schon ein passendes Stück Plastikhart zurechtgeschnitten. Jetzt nehme ich hier ein bisschen Blu-Tack oder Putterfix. Das gebe ich hier drauf. Da baue ich mir jetzt eine Hilfshalterung, da ich das so ziemlich blöd von unten reinkleben kann, weil ich ihn nicht gegenhalten kann. Jetzt drücke ich da einfach meine Pinzette rein und jetzt habe ich da so eine Halterung, mit dem ich das hochheben kann und einkleben. Jetzt nehmen wir unseren Rivel Plastikkleber, den geben wir auf den Rand und wenn wir genug Kleber auf den Rand gegeben haben, können wir es einsetzen. So, Kleber ist aufgetragen und jetzt kommt meine super professionelle Stützhalterung zur Arbeit. Ihr seht jetzt, ich kann jetzt mit diesem Blu-Tack Pinzettending einfach das Plastikhart in den Panzer reinführen und so es halten, damit ich es ankleben kann, weil anders würde ich das jetzt ziemlich schlecht schaffen. Das ist natürlich auch so ein kleines Hilfsmittel, das man auch anders lösen kann, vielleicht mit einer Zange. Ich habe das jetzt einfach so gemacht. Jetzt lassen wir den Kleber wieder trocknen. Ich mache einen kleinen Test, ob die Teile noch reinpassen. Das passt ganz gut. Und dieser Deckel hier hat hier unten zwei so Pinöpels dran. Jetzt wenn wir den reinmachen, dann liegt er nicht mehr richtig auf. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, diese zwei Pinöpels, die wir da unten sehen, müssen wir jetzt wieder wegschneiden. Das kann man jetzt wieder mit einem Teppichmesser oder mit einem Bastelskalpell schneiden oder auch wegschleifen, wie ihr das wollt. Ihr könnt es auch mit dem Dremel wegfeilen oder so. Also das bleibt euch überlassen. Wenn wir das weggeschnitten haben, dann passt auch der Deckel passgenau hier in die Öffnung. Wir geben aber jetzt den Deckel drauf für den Waffenturm. Da seht ihr, da wird der Waffenturm reingesteckt, dass man drehen kann. Den wollen wir auch magnetisieren. Und jetzt markiere ich mir einfach mal ganz grob hier den Mittelpunkt. Das heißt, ich mache mir hier so ein Kreuz rein und genau da ist jetzt der Mittelpunkt, in dem wir wieder ein Magnet setzen wollen. Wir markieren jetzt bei der Plattform diese Ausbuchtung, einfach mit dem Bleistift, immer wieder Plastikhart. Dann schneiden wir das wieder aus mit der Schere. Es geht ganz einfach, bis zu 2 mm kann man Plastikhart echt mit der Schere schneiden. Dann gucken wir, ob das hier durch das Loch durchpasst. Wenn das durchpasst, können wir es hier unten ankleben. Einfach mal einpassen, dann mit dem Rivel Plastikkleber die Klebefläche einschmieren und jetzt können wir das auch schon draufsetzen. Ich habe jetzt die Öffnung, den Deckel mit drauf, damit ich schauen kann, ob das wirklich alles passt und damit es zentriert ist. Falls es jetzt hier nicht perfekt passt, kann man natürlich einfach ein bisschen was wegschleifen oder wegfeilen. So, hier nochmal die Passgenauigkeit, alles geht zusammen, der Turm dreht sich, super, so wollen wir es haben. Wenn das jetzt alles passt, können wir weitermachen. Wir nehmen jetzt einen Magneten, setzen den hier genau in die Mitte, damit wir später wieder drehen können. Haben uns hier auch schon die Mitte markiert und bohren das wieder auf. Hier wieder vorsichtig, damit ihr euch nicht in den Finger bohrt. Ihr kennt ja das Spielchen bereits. Immer mit Vorsicht arbeiten, nicht so wie ich das hier mache. Dann den Magnet einsetzen, natürlich wieder mit dem Putterfix Klebegel. Und da kennt ihr es auch schon, kann gut gehen, kann aber auch ein bisschen eine Rumflicklerei sein. Jetzt wird wieder alles zusammengebaut, nachdem wir die Magnete gesetzt haben. Wir machen den Test. Wunderschön, der Waffenturm sitzt perfekt wie angegossen. Wir wollen natürlich den zweiten Deckel auch drauf bauen, deswegen müssen wir hier wieder den Magnet markieren. Von beiden Seiten markieren wir den, wie beim Koordinatensystem die X- und Y-Achse. So, jetzt habe ich hier ein Plastikstück untergelegt, da ich jetzt hier ein Loch reinbohren werde und ich will mir nicht direkt in die Schneidematte reinbohren, deswegen mein Plastikstück. Hier wieder vorsichtig, nicht in den Finger bohren, wie immer. Und dieses Loch ist dafür da, dass ich den Deckel drauflegen kann und der Magnet hier reinpasst. Man könnte natürlich jetzt auch ein Loch direkt größer bohren. Ich schneide es jetzt mit dem Teppichmesser ein bisschen nach, so lange bis der Deckel genau hier drauf passt. Klebe hier ein kleines Plastikstück drauf, damit ich hier kein kreisiges Loch habe. Man hätte jetzt den unteren Magneten schon in das Plastikhart einsetzen können, also hier nicht drauf, sondern eingesetzt. Dann würden wir uns das mit dem kleinen Plastikdeckelchen sparen. Allerdings fällt es später gar nicht mehr auf, wenn wir die Miniatur angemalt und grundiert haben, oder besser gesagt den Panzer. Deswegen mache ich hier einfach so ein Plastikstückchen drauf.
Damit ich jetzt hier einen Magneten habe, lege ich wieder ein kleines Metallstückchen ein. Ich habe doch dieses dünne Blech. Da klebe ich jetzt nur so ein dünnes Blechstückchen rein. Also kein Magneten, seht ihr das? Ihr könnt das natürlich auch wieder anders lösen und könnt in beide Teile einen Magnet einsetzen, den bündig einsetzen, dann würde das auch gehen. Da gibt es immer verschiedene Varianten, schönere und nicht so schöne Lösungen. Ich muss sagen, diese Lösung, die ich hier gewählt habe, ist jetzt nicht unbedingt die eleganteste, aber es erfüllt seinen Zweck und es ist mir halt einfach nicht gleich was Schöneres eingefallen. Jetzt wollen wir natürlich auch die Seitenkuppeln setzen. Dazu machen wir hier in der Mitte erstmal die kleine Niete weg, damit wir hier eine glatte Fläche haben. Nehmen wieder das Klebegel, mit dem wir einen großen Magneten draufsetzen. Auf das Gegenstück, also auf die Seitenkuppel, mache ich jetzt wieder einfach so ein dünnes Blechstückchen drauf und dann kann man das wieder ganz einfach aneinander magnetisieren. Hier richte ich mir meine Seitentüren her. Da habe ich einfach ein bisschen Plastikhart an die Seite geklebt und wieder so ein Blechstückchen. Das muss jetzt auch nicht schön sein, weil das sieht man später sowieso nicht mehr, wenn die Türen sind. Da ist nur wichtig, dass der Abstand passt. Und jetzt können wir die Türen quasi genau in den Panzer einsetzen. Seht ihr? Perfekt. Hier ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man Plastikhart in verschiedenen Stärken zu Hause hat. Die gibt es nämlich wirklich von 1 mm, 1,5, 2, 3 mm und noch dünner oder dicker. Dann kann man hier das ganz genau anpassen, damit man solche Abstände füllen kann. Die Seitentüren sind ziemlich fest magnetisiert, deswegen bekommt man die jetzt hier ziemlich schlecht wieder raus, wie ihr sehen könnt. Deshalb mache ich jetzt einen ganz kleinen Trick und schneide mir da oben eine kleine Kerbe rein. Und in diese Kerbe kann ich jetzt dann genau mit dem Fingernagel reinfahren. Seht ihr, da schneide ich nur ein Stückchen raus und dann kann ich die super einfach wieder öffnen und muss dann nicht lang rumfriemeln. Jetzt seht ihr, so kann ich die Tür wieder super einfach öffnen, mit dem Fingernagel oben rein und aufmachen. Da geht es jetzt ganz einfach. Jetzt habe ich soweit alles fertig magnetisiert. Ihr seht die ganzen Einzelteile und wie das alles zusammenpasst. Man kann jetzt hier ein ganz einfaches Rhino bauen mit dem Deckel drauf und den Türen rein. Ohne große Bewaffnung und hier bloß den kleinen Bolter drauf. Dann haben wir ein ganz einfaches Rhino. Dann kann man hier noch diesen Nebel- oder Raketenwerfer, was das ist, drauf bauen. Habe ich auch magnetisiert. Sehr schön. Das kann man natürlich alles abnehmen. Deckel wieder runter. Und man kann jetzt auch einen Geschützturm und so weiter verwenden. Die Türen auch noch abmachen. So. Jetzt kann man den anderen Deckel drauf geben, den Geschützturm mit einer Waffe, die nur reingesteckt ist. Die musste ich nicht magnetisieren, da die ziemlich gut hält. Hier das Hinterteil noch drauf. Die Seitenkuppeln rein. Sehr schön, passt auch. Und oben natürlich noch den Bolter. Die Seitenkuppeln haben mir ein kleines Problem beschert. Und zwar wollte ich die Waffen in den Seitenkuppeln auch noch magnetisieren. Doch ich habe es echt nicht hinbekommen. Ich habe da rumgebohrt und rumgebastelt. Ich zeige euch das jetzt in diesem Video nicht, da ich da wirklich nichts erreicht habe und habe wirklich teilweise Teile kaputt gemacht. Das heißt, ich hatte wirklich keine gute Idee, wie ich die seitlichen Waffen magnetisieren kann. Deswegen habe ich es einfach bleiben gelassen. Der Tom meinte, er braucht es auch nicht unbedingt. Ihm reichen die Bolter auf der Seite, er braucht die Flamer nicht. Und deswegen gibt es leider diese seitlichen Flamer, ihr seht, ich habe da schon ein Loch reingebohrt und so weiter, gibt es leider nicht. Somit würde ich sagen, weg damit. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Ihr könnt jetzt ein bisschen nachvollziehen, wie ich arbeite, wenn ich so Sachen magnetisiere. Läuft alles ein bisschen chaotisch ab, aber es funktioniert, bis jetzt hat es noch immer funktioniert. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an den lieben Taschengelddieb, der uns dieses Projekt ermöglicht hat mit diesem Ball Predator und so weiter. Gerade jetzt an dieser Stelle, während der Corona-Krise, die wir jetzt gerade haben, könnt ihr den Taschengelddieb natürlich unterstützen, indem ihr bei ihm einkauft und zwar fleißig bei ihm einkauft, dass er das auch gut übersteht. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Dann sage ich noch vielen lieben Dank an alle meine Patreons und zwar an meine Tab-Megabosse Andreas, Daniel, Dominik, Joe, Patrick, Patrick, Stefan und Walter und auch an meine Tab-Bosse Aspartam, Heiko, JT, Johannes, Jonas, Karl-Heinz, Marco, Marco, Markus und Thorsten. Natürlich auch vielen lieben Dank an meine Tab-Boys, an meine Tab-Krotze. Natürlich auch vielen lieben Dank an die Patreons, die mich unterstützt haben und jetzt momentan durch die auch wieder Corona-Epidemie oder Pandemie oder Krise oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, momentan leider nicht unterstützen können. Kann ich verstehen. Wichtig, passt auf euch auf, bleibt gesund, meidet ein bisschen Kontakte momentan.
ihr kennt euch aus damit, wascht euch gut die Hände. Gut, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bohrt euch nicht in die Finger. Servus, bis zum nächsten Mal.